Herzlich willkommen hier bei Holy Me, dem einzigartigen Vlog von mir, Ann-Kathrin Kossendey-Koch. Für ehrliche Selbstliebe, ganzheitliche Gesundheit, selbstbewusste Rebellion, Verbundenheit und Energie. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Holy Me. Heute gibt es eine ganz, ganz persönliche Folge für dich, weil ich war ja jetzt ein bisschen ruhiger hier im Vlog, was daran liegt, dass wir tatsächlich so ein paar Krankheiten in der Familie abarbeiten mussten, unter anderem auch bei den kleinsten Magen-Darm. War jetzt nicht so toll, aber das gehört einfach dazu, das ist normal, die beiden sind ja noch klein und ja, ne? Wer Kinder hat, der kennt's. Es gibt aber noch einen anderen Grund, auch ich hatte etwas zu meistern und davon möchte ich dir gerne jetzt heute erzählen. Zum einen, weil ich glaube, dass ich dir damit helfen kann und zum zweiten, weil es auch mein Kernthema ist. Und zwar war ich am 28. April bei einer Darmspiegelung. Das war meine erste Darmspiegelung und es war mehr eine Routineuntersuchung, da ich familiär vorbelastet bin, mein Vater damit so ein bisschen Probleme hat mit Polypen und Ähnlichem und mein Großvater väterlicherseits an Darmkrebs gestorben ist, meinte der Gastroenterologe, naja gut, Sie sind jetzt fast 50, wir machen mal eine. Der sagte das so ein bisschen locker und ich habe gedacht, ja, also wenn es nicht sein muss, bin ich da jetzt nicht wirklich scharf drauf, aber habe dann gesagt, es ist schon vernünftig und ich mache das jetzt. Es ist ja so, ich arbeite ja viel mit Darmpatienten, mit Menschen mit chronischen Darmerkrankungen und eine meiner ersten Fragen ist auch immer, hast du schon mal eine Darmspiegelung machen lassen? Weil ich einfach der Meinung bin, dass das unglaublich wichtig ist, weil wenn du Veränderungen im Darm, im Dickdarm früher kennst, kannst du schon auch sehr viel ja, für deine Gesundheit tun, kannst Schlimmeres verhindern. Und wenn du eben schon Symptome hast, wie bei einer chronischen Darmerkrankung, finde ich es noch viel wichtiger, dass man wirklich danach guckt, um Dinge ausschließen zu können. Und wenn die bei mir sind und ich sie berate, ich sie begleite, dann möchte ich, dass das vorher ausgeschlossen ist. Weil ich kann nicht in den Dickdarm gucken und ich möchte einfach, dass das vernünftig ist. Und deswegen habe ich jedem dazu geraten, der es nicht schon gemacht hat. Und deswegen war es für mich natürlich doppelt spannend, das Ganze jetzt auch mal selbst zu erleben, weil ich dann natürlich noch viel besser meinen Klienten, meinen Kunden wirklich raten kann und zur Seite stehen kann. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte Angst davor. Ich hatte wirklich Angst vor dieser Darmspiegelung, weil ich überhaupt nicht wusste, was mich so erwartet, weil das ist es ja, viele reden da nicht drüber, weil es eben mit Scham belegt ist. Und auch ich kann das für mich absolut unterschreiben. Auch ich habe gedacht, wie wird das sein? Also auch ich habe Scham. Auch ich denke, ja, es ist keine Untersuchung wie, sage ich mal, ein geprellter Arm oder ein tränendes Auge. Aber auch das finde ich wichtig, dass man darüber spricht, weil wenn du darüber sprichst, hilfst du anderen, dass sie sich da nicht mehr schämen müssen. Und schämen müssen muss ich schon mal gar nicht. Ja, du weißt ja, mein Credo ist ja ein Scheiß muss ich. Aber natürlich hat man so seine Privatsphäre, das Gefühl für sich und deswegen kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Das Ganze läuft ja so ab, dass du dich schon auch ein bisschen vorbereiten solltest, gerade wenn du wie ich sehr, sehr viel Vollkornprodukte, sehr viel Körner, sehr viel Saaten isst. Ich esse ja jeden Morgen oder fast jeden Morgen Porridge mit sehr viel Saaten, mit sehr viel Körnern. Da musst du natürlich drauf verzichten. Und ich habe auch wirklich angefangen, schon 2 Wochen vorher das zu reduzieren. Einfach, es ist einfach wichtig, der Gastroenterologe kann sonst mit der Kamera einfach zu wenig sehen, wenn da eben Körner oder ähnliche kleine Nahrungsteilchen dazu gehören, zum Beispiel auch die Kerne in Tomaten, in Gurken, in Erdbeeren. Das sind auch alles, das ist dann so, dass der Arzt das auf dem Bildschirm nicht richtig erkennen, richtig sehen kann. Und deswegen
verzichtet man darauf. Ich habe das so gemacht, erstmal dadurch, dass ich jeden Tag Eisen nehme, weil ich ja Vegetarierin bin und eben auch durch die Wechseljahre schon auch manchmal noch, wenn ich Blutungen habe, wirklich auch mehr Blut verliere, ist es mir einfach wichtig, Eisen zu nehmen, weil ich auch immer einen recht niedrigen Eisenspiegel habe. Und da ist es wichtig, die habe ich wirklich konsequent 4 Wochen vorher abgesetzt. Ich habe mir da extra ein bisschen mehr Luft gelassen auch, weil Eisen macht so bräunliche Verfärbungen an der Darmschleimhaut. Und auch dann kann der Gastroenterologe keine sichere Diagnose treffen. Und ich finde, man sollte schon im Vorfeld alles tun, damit die Untersuchung bestmöglich verläuft. So, also 4 Wochen vorher habe ich das Eisen abgesetzt. 2 Wochen vorher habe ich schon mal angefangen, ein bisschen weniger von diesen ganz kleinen Körnern zu essen. Und 1 Woche vorher habe ich tatsächlich richtig darauf geachtet, dass ich möglichst keine körnigen Vollkornbrote mehr esse, sondern eben dann welche ohne Körner, dass ich keine Erdbeeren, keine Tomaten, dass ich das nicht mehr esse. Ich weiß, es gibt einige, die sagen, 2 Tage vorher reicht, aber mir war das einfach wichtig, weil für mich klar war, ich möchte diese Darmspiegelung jetzt machen, möchte wissen wirklich, ne, dass mein Darm in Ordnung ist möglichst und möchte das nicht nochmal machen müssen, weil man sagt, okay, man konnte das jetzt nicht richtig sehen. Dann ist es so, dass du an dem Tag vor der Untersuchung, je nachdem, wann du deine Untersuchung hast, ich hatte meine jetzt mittags, dass dann das Mittagessen deine letzte Mahlzeit vor der Untersuchung ist, also 24 Stunden vorher. Das sollte möglichst eine leichte Mahlzeit sein. Ich habe zum Beispiel Rührei gegessen, das fand ich ganz lecker und es ist eben was, was den Darm nicht groß belastet und den Magen. Und dann ist es auch schon soweit, dass du deine erste Portion von diesen vorbereitenden Getränken trinkst. Das ist ja das ein Abführmittel, ein Laxans. Das Moviprep habe ich jetzt in meinem Fall getrunken. Da gibt es aber natürlich auch noch andere. Man nimmt aber meistens die, die nach diesem salinischen Prinzip funktionieren. Das heißt, es sind sehr viel Salze enthalten. Der Körper oder beziehungsweise auch der Darm versucht, diese hochkonzentrierte Salzlösung auszugleichen. Das ist in deinem Körper ja immer so, ne? Balance und Osmose, Ausgleich. Und so wird eben sehr, sehr viel Wasser in den Darm gezogen. Ja, und das ist dann quasi wie so eine Hochdruckreinigung. Ja, da wird wirklich alles nochmal durchgespült im Darm. Da das aber so eine hochkonzentrierte Salzlösung ist und der Körper eben das Wasser in den Darm zieht, und dir das dann im Gewebe fehlt, ist es wichtig, dass du auch eben noch zusätzlich trinkst. Das ist auch in den Vorbereitungsanweisungen eigentlich auch immer explizit nochmal reingeschrieben, dass du eben nicht nur diese Lösung trinkst, sondern eben auch dir zusätzlich noch Wasser bereitstellst. Jetzt war es so bei Moviprep, an dem Tag vorher fand ich den Geschmack echt ein bisschen eklig, weil das eben so, sind ja 2 Beutel, du hast ja einmal Salze und einmal eben diese Süße und salzig und süß zusammen, das war jetzt nicht meins, aber ich konnte das gut trinken, aber es war jetzt nicht, also ich würde das jetzt nicht nochmal als Cocktail abends trinken. Und bei mir war es so, ich hatte natürlich auch jetzt keine Ahnung, also in der Theorie schon, aber in der Praxis eben nicht, wie schnell geht das jetzt bei mir? Das ist bei jedem ja auch ein bisschen individuell, ne? Wann es zu Durchfällen kommt, wann eben diese Darmreinigung beginnt. Und ich habe dann natürlich auch, nachdem ich das getrunken habe, nicht mehr irgendwas vorgehabt, keine Termine mehr gehabt. Bei mir war aber an dem Nachmittag noch gar nichts. Ich habe am Abend dann so ein bisschen Bauchschmerzen bekommen und habe dann gedacht, nicht, dass das über Nacht irgendwie jetzt losgeht, das wäre natürlich auch blöd. Aber ich konnte auch gut schlafen, es war alles in Ordnung. Und dann habe ich am nächsten Morgen wieder dann die 2. Portion von diesem Laxans getrunken. Und da war es dann so, dass es so nach 1 bis 1,5 Stunden später nach dem Trinken dieses Getränks losging mit wässrigen Durchfällen, die auch wirklich bei mir jetzt relativ heftig kamen. Also ich hätte jetzt nicht mich wirklich weit vom Badezimmer entfernen können. Aber es war absolut, sag ich mal, gut zu managen. Ja, es war also jetzt nicht irgendwelche Probleme dabei. Wichtig ist, dass du da auch bitte dann viel Wasser dazu trinkst und auch vor der Untersuchung nichts mehr isst, keine anderen Dinge mehr trinkst, sondern wirklich beim Wasser bleibst. Das ist wirklich am besten. Und
es ist dann auch wirklich so, also bei mir waren das dann so, ich weiß nicht mehr, 4 oder 5 wirklich heftige, wässrige Entleerungen. Und dann ist der Darm auch leer. Und dann passiert auch nichts mehr. Also es ist auch nicht so, dass das dann die ganze Zeit noch weitergeht, dass du also gar nicht weißt, wie du zum Arzt kommen sollst. Also, sondern wenn du dich an die Zeiten hältst, die dir vom Gastroenterologen auch vorgegeben werden, dann ist die Entleerung wirklich beendet, sodass du dann in Ruhe zu deiner Untersuchung fahren kannst. Ja, das ist auch nochmal was, finde ich, was wichtig ist, dass man das weiß, einfach um sich keine Sorgen machen zu müssen. Ja, weil gerade so Dinge, über die du nicht, die du vielleicht noch nie gemacht hast und über die du dir, ja, über die du auch vielleicht noch nicht so viel gehört hast, man fängt ja an immer mit diesem Kopfkino, ne? Oh Gott, was ist dann und was wäre dann? So, also das ist auch alles wirklich gar kein Thema. Ich bin dann da hingekommen und bei denen ist das so, bei dem Arzt, die haben also im Erdgeschoss ihre normalen Sprechzimmer und Untersuchungszimmer und im Keller, im Untergeschoss haben die dann die Untersuchung für die Darmspiegelung. Und auch da ist es so, sie sind wirklich alle sehr, sehr freundlich, wenn du einen netten Gastroenterologen hast. Es gibt natürlich immer Ausnahmen und ich hoffe einfach für dich, dass du nicht irgendwie an eine blöde Praxis gerätst. Das war dann auch so, dass ich da im Wartezimmer war, wurde dann vom Arzt abgeholt, der und da, und das kann ich dir auch nur raten. Ich habe ganz ehrlich zu dem gesagt, ja, no, nachdem wir uns begrüßt haben, habe ich ganz ehrlich gesagt, ich habe schon ein bisschen Schiss jetzt davor. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Und er hat dann ganz nett zu mir gesagt, ja, das kann er verstehen, weil er ist ja auch nicht nur Arzt, er ist auch Patient und er lässt das ja bei sich auch machen, aber er verspricht mir, dass das vorbereitende Trinken dieser Lösung schon das Schlimmste war und dass ich mir überhaupt keine Sorgen machen muss. Und das war dann für mich auch schon mal wieder ein gutes Gefühl. Also ich kann dir wirklich nur raten, sprich auch mit dem Arzt und mit den Schwestern darüber, ja, oder mit den Arzthelferinnen. Also das finde ich ganz wichtig, ja, dann können die auch da gut mit umgehen, können dir nochmal, ja, dich nochmal aufbauen und dir die Angst dann auch so ein bisschen nehmen. Ich bin dann in so eine Umkleidekabine gekommen, dann bekam ich so eine Einmalhose, so eine Art wie so eine OP-Hose, so ein Ding, die halt hinten am Po einen Schlitz hat, sodass auch das, finde ich, alles sehr, ja, sehr, sehr umsichtig gemacht wird. Ja, also du brauchst dich da nicht irgendwie entblößen oder sonst was. So, und dann legst du dich, oder ich habe mich dann auf diese Liege gelegt. Da war auch oben der Monitor schon an und dann wurde ich aufgefordert, mich auf die Seite zu legen. Ich habe eine Sauerstoffversorgung bekommen für den Notfall, so einfach in die Nase, weil ich mir eine Beruhigungsspritze habe geben lassen. Das war das Propofol in meinem Fall 20 Milliliter. Und dann bist du wirklich auch sofort weg. Also du bist, also ich habe sofort, der Arzt hat mir noch einen schönen Traum gewünscht und dann war ich schon weg. Und du erwachst dann noch auf der Liege liegend, aber dann ist schon alles erledigt, alles gut und dann begleitet, also ne, in meinem Fall wurde ich dann begleitet in die Umkleidekabine, durfte mich da nochmal hinlegen, um eben den Kreislauf wieder so ein bisschen zu stabilisieren, um wieder ein bisschen zu mir zu kommen. Du bist aber nach Propofol sehr schnell wieder klar. Du darfst zwar nicht alleine nach Hause fahren, also du wirst abgeholt oder solltest dir ein Taxi nehmen, weil Autofahren, Teilnahme am Verkehr, auch Fahrradfahren ist nicht möglich. Dafür ist einfach deine Reaktionsfähigkeit noch nicht so da, aber du bist so an sich relativ schnell wieder klar. Ja, also das kann ich definitiv sagen. Du bekommst auch dann sofort dein Ergebnis. Wenn, sag ich mal, Polypen wären, könnten sie ja auch gleich entfernen. Es wird auch eine Gewebeprobe genommen. Das ist alles soweit schmerzlos. Natürlich kann es mal sein, wenn das größere Polypen sind, dass es zu Blutungen kommt. Das sind dann Fälle, das muss dann individuell gehandhabt werden. Aber auch das ist nichts, was jetzt sehr, sehr schmerzhaft wäre. Ja, sondern das ist, wird ja während dieser Spiegelung quasi gleich mitgemacht. Bei mir zum Glück war alles in Ordnung. Er hat auch so gesagt, er will mich erst in 10 Jahren wiedersehen. Okay, den Wunsch kann ich ihm erfüllen. Das ist schon in Ordnung. Da war ich natürlich auch sehr erleichtert. Das ist klar, das muss man ja auch sagen. Aber
mir ist wirklich wichtig, dich zu ermuntern, diese Vorsorge ab dem 50. Lebensjahr auch wirklich in Anspruch zu nehmen. Nicht aus falscher Scham zu sagen, ah, das mache ich nicht. Solltest du Probleme haben im Darmbereich, Dickdarm, Dünndarm, geh zum Gastroenterologen, hab nicht die Angst, dass du dich für irgendwas schämen müsstest. Das ist sein Job. Ja. Ich könnte jetzt da was sagen. Ja, ihr braucht euch da nicht schämen. Ja, das ist echt kein Thema. Erzähle ich jetzt auch noch mal kurz. Es ist ja ein sehr persönliches Video hier. Als ich meine Zwillinge bekommen habe, das ist jetzt ja schon fast 14 Jahre her, war ich hier in einem großen Krankenhaus und dadurch, dass ich im sechsten Monat 6 Wochen liegen musste im Krankenhaus, kannte ich den Chefarzt recht gut und der hat mich dann auch in der Nachsorge quasi behandelt. Und ich hatte nach dieser Zwillingsgeburt recht starke Blutungen. Und dann hat er gesagt, er möchte mich bitte untersuchen. Und der hatte halt so ein Büro mit einem angesiedelten Untersuchungszimmer auch. Und dann habe ich mich halt umgezogen und habe dann, weil es mir auch echt unangenehm war, weil ich halt wirklich stark geblutet habe, habe ich auch gesagt, das ist mir jetzt total unangenehm. Und dann hat er einen super Satz zu mir gesagt. Der hatte einen ganz guten Humor und hat dann zu mir gesagt, Frau Kossendall, jetzt machen Sie sich da mal gar keine Probleme, kommen Sie einfach raus hier, setzen sich auf den Stuhl. Ja, dass Sie bluten, damit verdiene ich mein Geld. Und das hat er so nett gesagt, mit so einem netten, charmanten Lächeln und hat mir da mit einem Satz all meine Ängste, all meine Sorgen in dem Moment genommen, hat mir die Scham genommen. Und das ist was ich dir auch zum Gastroenterologen sagen kann. Das ist sein Job, das macht er jeden Tag. Das hat er sich auch freiwillig ausgesucht. Ja, der wollte das so. Da hat ihn keiner zu gezwungen. Und von daher brauchst du da dir auch gar keine Sorgen machen. Ja, und mir ist das so wichtig, warum ich jetzt, man könnte ja auch sagen, warum erzählt sie das jetzt? Ja, also ist ja ihre Sache. Nein, mir ist wichtig, falls es da draußen irgendjemanden gibt, der sagt, ja, eigentlich müsste ich da hin, aber ich weiß A, nicht, was mich erwartet und B, oh, ich finde das auch alles so peinlich. Bitte, nimm dir ein Beispiel an mir. Ich fand das auch erst nicht schön und habe gedacht, oh, muss ich da wirklich hin? Und ich fand es eben doof, dass ich nicht wusste, was mich erwartet. Und diese Sorge möchte ich dir nehmen. Und wenn ich einen von euch mit diesem Video dazu bringen kann, dass er zur Darmspiegelung geht und über seinen Schatten springt und sagt, ja, okay, ich mach's jetzt. Die hat gesagt, das ist nicht schlimm. Dann ist der Sinn dieses Videos erfüllt. Weil gerade der Darm, da kann es wirklich sein, dass man Dinge zu spät erkennt. Und das muss doch einfach nicht sein. Ja, das Leben ist so schön und wir haben doch alle hier eine gute Zeit, meistens jedenfalls auf der Welt. Wir haben alle einen Auftrag und lass dir den doch bitte nicht da einen Strich durch die Rechnung machen, weil du vermeintlich dich schämen müsstest oder musst du nicht. Wenn du Fragen dazu hast, ja, auch dass du sagst, hey, kannst du nochmal dazu was sagen oder das wüsste ich gerne. Schreib mir einfach eine E-Mail. Ja, wenn dich noch irgendwas davon abhält, dahin zu gehen. Ja? Ich wünsche dir alles Liebe, gute Gesundheit und ja, Vorsorge ist echt wichtig. Alles Liebe, deine Ann-Kathrin. Diese Episode ist jetzt leider schon vorbei. Hinterlass mir sehr gerne einen Kommentar, damit wir im Austausch bleiben können. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über ein Gefällt mir von dir oder eine Weiterempfehlung, ganz wie du magst. Folge mir gerne, denn ich kenne den Weg. Alles Liebe, deine Ann-Kathrin.